Ein Hallo in die Runde. Mein Name ist Leonie Dreher. Ich bin Volksschullehrerin. Ich unterrichte im Moment eine vierte Klasse Volksschule. Ich teile mir diese Klasse mit einer Kollegin, weil ich für einige Stunden freigestellt bin, um das Projekt E-Education in Vorarlberg, das Netzwerk E-Education in Vorarlberg betreuen zu können. Ich bin da für die Primarstufe zuständig. Und wie man herauslesen kann aus dieser Funktion, natürlich ist E-Learning bei mir auch im Unterricht mit den Schülern im Alltag ein großes Thema. Und ich setze digitale Medien eigentlich jeden Tag im Unterricht ein. Ich habe da ein paar, oh Gott, nicht. Gut, letztendlich ist Technik immer noch Glückssache. Ah. So, jetzt mache ich mich ein bisschen kleiner, damit man meine Schüler sieht. Genau, also ich setze digitale Medien jeden Tag im Unterricht ein. Ich habe das Privileg, dass ich iPads bei mir in der Klasse habe, keinen Klassensatz. Ich habe 7 iPads und habe aber auch Zugriff auf einen Klassensatz, der bei uns an der Schule ist. Ich kann viel von diesen Erfahrungen, die ich schon im Bereich E-Education und E-Learning habe und auch meine Ausbildung als Medienpädagogin, profitiere ich sehr. Das merke ich, dass ich da durchaus einen gewissen Vorteil habe, aber ich lerne wahnsinnig viel in dieser Situation. Also es ist auch im Bereich E-Learning so, dass wir nicht eins zu eins unseren Unterricht jetzt eben nach Hause streamen und eins zu eins unseren Unterricht so abbilden können. Überhaupt nicht. Es hat sich auch für mich viel geändert und ich lerne jeden Tag total viel dazu. Finde das oft anstrengend, aber auch spannend und einige dieser Erfahrungen möchte ich jetzt mit euch teilen. Was habe ich alles geplant? Zuerst möchte ich euch einfach erzählen, wie man es organisieren könnte, so grundsätzliche Themen, wenn es um den Bereich E-Learning geht. Und dann aber schon ganz konkret ein paar digitale Tools anschauen. Das eine ist Padlet, das ist eine Art digitale Pinnwand, das ich gerne verwende. Habe ich auch vorher schon im Unterricht verwendet und jetzt hat sich es einfach für mich total bewährt. Ich finde es ganz, ganz angenehm. Das kann man wirklich, wenn man keine Vorerfahrung hat, sehr schnell verwenden. Und auch kann jetzt noch eingeführt werden. Es gibt Tools, die sind super, aber es ist so kompliziert, da einzusteigen und einmal die ganzen Abläufe für die Kinder klarer zu machen, dass es einfach keinen Sinn macht, die jetzt in der Volksschule einzuführen. Und Padlet gehört da sicher nicht dazu. Padlet kann man sehr schnell einsteigen und ist sehr intuitiv. Ich stelle es dann nachher noch genauer vor. Möchte jetzt aber gleich schon ein bisschen die Erwartungen auch niedrig halten. Ist so, dass ich keine Padlet-Schulung, keine intensive jetzt mache, einfach weil ich der Typ bin. Mir geht es jetzt darum, zu zeigen, was ist möglich, wie machen das andere und welche Tools sind wirklich total einfach. Zeige natürlich auch, wo man weiterführende Informationen findet. Man kann auch gerne mich kontaktieren, wenn man das Gefühl hat, man kommt alleine mit diesem Video jetzt nicht weiter. Aber ich werde jetzt nicht jeden Schritt auf Padlet oder auf Anton oder Kahoot, das sind die Apps, die ich auch noch vorstellen möchte, werde ich nicht jeden Schritt zeigen, sondern einfach einen kurzen Einstieg und dann lasse ich euch selber probieren und mit der Bitte und der Aufforderung, euch bei mir zu melden. Man sieht hier meine E-Mail-Adresse. Also wenn es Probleme gibt, wenn man weiterführende Informationen braucht, bitte gerne bei mir melden. Ein anderes Tool, das ich vorstelle, ist Anton. Ich glaube, jeder Volksschullehrer hat spätestens seit den Schulschließungen von Anton gehört. Hat Anton auch absolut zu Recht verdient. Also ich arbeite schon sehr lange mit Anton und finde, es ist ein großartiges Tool. Entschuldige, ich sitze heute schon so lange. Es ist ein großartiges Tool. Ich setze es total gerne ein und es ist halt in dieser Situation auch total einfach einzusetzen. Kahoot ist eine Quiz-App, ist eine sehr gamifizierte App, da erzähle ich nachher mehr drüber. Also das sind so die Themen, die ich vorhabe. Das erste zum Didaktischen und zum Organisatorischen. Was hat sich bei mir geändert? Wie verwende ich digitale Medien jetzt anders als im Unterricht? Jetzt verwende ich sie natürlich dazu, um mit den Schülern in Kontakt zu bleiben. Und da sind diese Tools eine wunderbare Sache. Im Prinzip, wahrscheinlich hat eh jeder schon irgendeine Kommunikations-, ich hoffe, irgendwie werdet ihr es auch gelöst haben. Ich hoffe, es hat jeder eine gute Kommunikationsstruktur gefunden. Ich finde das nämlich ganz wichtig, dass man wirklich persönlich im Kontakt bleibt und nicht nur über Text. Also ich erzähle jetzt einfach, wie ich es mit meinen Schülern mache, weil in der vierten Klasse sind Briefe und E-Mail-Adressen ja gerade das große Thema. Wir waren da in Deutsch gerade dran. Drum kommuniziere ich mit den Schülern, lustigerweise, obwohl ich sogar eine Lernplattform habe, mit Seesaw,
die verwende ich jetzt in dieser Situation noch nicht. Schauen wir mal, was kommt. Ich kommuniziere mit den Schülern per Mail und mit den Eltern per Schoolfox. Und ich halte das ganz bewusst auseinander. Also es gibt diese Kommunikation auch von der Sprache, wie wir die Mail schreiben und wie wir mit den Eltern kommunizieren, ist natürlich ein Riesenunterschied, aber auch die Plattformen. Ich möchte dadurch erstens möglichst wenig Verwirrung stiften, auch Eltern entlasten, die arbeiten müssen. Die wissen einfach, dieses Tool kann das Kind, also die Mail kann das Kind abrufen und kann selber weitermachen. Es ist sehr textbasiert, die ganze Kommunikation. Und das ist ein Problem. Also das ist mir jetzt gerade die letzte Woche immer stärker klar geworden, dass einfach diese kleinen Kinder in der Volksschule, die brauchen nicht nur Textkommunikation. Wir haben jetzt angefangen mit Zoom-Meetings, das sind so Online-Meetings, einmal in der Woche einen digitalen Morgenkreis zu machen. Aber es muss gar nicht über Zoom sein. Es kann auch eine Sprachnachricht sein. Man kann in einem PDF eine Audionachricht einbauen. Es geht einfach darum, dass die Kinder einen auch hören. Das ist das eine. Und ich finde, in der jetzigen Zeit müssen wir auch auf einer noch persönlicheren Ebene als sonst mit den Schülern kommunizieren. Also das, was ich sonst im Morgenkreis mache, jetzt über den ganzen Tag ist jetzt überspitzt gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Also wirklich sehr persönlich nachfragen, wie geht's, die Kinder auffordern, mit mir Kontakt aufzunehmen, auch immer wieder Aufgaben zu stellen, dass sie in Kontakt mit mir treten. Dieser Kontakt soll zwanglos sein, sie sollen keine Angst haben, dass ich da jetzt meinen Lehrer raushänge und irgendwas korrigiere. Ich zeige nachher mit dem Padlet eine Möglichkeit, wie das geht. Ganz spannend fand ich auch, dass der Herr Minister, der Herr Fassmann, der ja bisher natürlich, was die Datenschutzgrundverordnung anbelangt, sehr strikt und klar kommuniziert hat. Sogar er hat gesagt, jetzt geht es darum, niedrigschwellige Angebote für die Eltern zu machen und für die Schüler. Und WhatsApp, das ist ja eigentlich das absolute No-Go in der Kommunikation mit den Schulpartnern, sagt man, glaube ich, ist, kann man jetzt unter Umständen sogar verwenden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen Schüler, den erreiche ich nur über WhatsApp. Ja, ich kommuniziere jetzt über WhatsApp mit ihm. Was noch ganz wichtig ist, ist das Thema Zeit. Das habe ich jetzt lernen müssen in den letzten Wochen. Ich muss ganz klare Zeitangaben machen. Also bei mir ist es so, die Schüler haben einen Wochenplan, den müssen sie abarbeiten. Das kennen sie auch vom Unterricht. Ich arbeite mit Wochenplan. Das heißt, das haben wir aus dem Unterricht übernommen, um die Schüler möglichst wenig zu verwirren. Und am Morgen kriegen sie jeden Morgen zwischen 8 und 9 kommt eine Mail von mir oder der Kollegin. Wir wechseln da ab jeden Tag mit einer Zusatzaufgabe. Wochenplan sind die Pflichtaufgaben. Und da kommt eine Zusatzaufgabe. Und diese Zusatzaufgabe, die hat einen hohen Aufforderungscharakter, auch einen Aufforderungscharakter, mit uns in Kontakt zu treten. Also da fordern wir die Schüler richtig auf, zeige uns das, fotografiere das, lies uns das vor und mach eine Audioaufnahme. Und ich war gerade beim Thema Zeit. Und diese klaren Zeitangaben, die finde ich ganz, ganz wichtig. Und was meine ich mit gemeinsam lernen? Natürlich möchte ich das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe stärken. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Das kann man gut zum Beispiel mit Padlet oder mit Zoom oder Meetings oder online, Skype oder anderen digitalen Tools. Aber das meine ich gar nicht so sehr. Ich meine auch dieses gemeinsam mit den Eltern und den Kindern lernen. Auch den Eltern gegenüber ehrlich sein, dass es eine neue Situation ist und dass man selber auch viel dazulernt. Für mich war total spannend der vergangene Freitag, also Freitag vor einer Woche wäre das. Da habe ich mit meiner Kollegin eine Befragung gemacht. Wir haben sowohl die Kinder als auch die Eltern ganz intensiv befragt, wie es ihnen gegangen ist, wo waren die Schwierigkeiten, was hat nicht gut funktioniert, was nervt, was stresst, was hat gut funktioniert. Und ich habe so viel daraus gelernt, weil ich es komplett anders eingeschätzt habe. Nicht alles, manches habe ich richtig eingeschätzt, aber ich konnte ganz, ganz viel auch von den Eltern und auch von den Kindern lernen und habe dieses Feedback wirklich, bin total dankbar, dass sie so ehrlich waren und hoffe, ich kann das gut umsetzen. Und ich habe auch den Eltern dann immer schon in diesen 3 Wochen, die sie jetzt sind, gesagt, es ist auch für uns ein Lernen, es passieren Fehler, wenn sie dann irgendwas
gestört hat, dann haben wir darüber geredet und ich war da immer ganz ehrlich, dass es auch für uns neu ist. Und dadurch habe ich das Gefühl, wir haben eine gute Gesprächsbasis, die Eltern lernen, wir lernen und irgendwie kriegen wir es hin. Und auch die Kinder lernen, hoffentlich. Der nächste Punkt ist unterschiedliche Ausstattung berücksichtigen. Ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Es funktioniert nur mit Tools, die sowohl Browser-Versionen haben, browserbasiert sind, damit man am PC damit arbeiten kann, als auch als App erhältlich sind. Die Kinder sind total unterschiedlich, die Familien sind total unterschiedlich ausgestattet. Manche arbeiten am PC, manche am Handy, manche am Tablet. Es muss aber für alle funktionieren. Und ganz wichtig ist einfach da auch, dass als Zusatz sehen die digitalen Tools, als eine Möglichkeit zum Kommunizieren. Da ist natürlich großartig, das wird sonst ganz schwierig werden. Aber nicht jetzt komplett auf E-Learning setzen zu wollen. Das mache auch ich nicht, um Gottes Willen, weil die Familien eben ganz unterschiedlich ausgestattet sind. Und wir haben Familien mit vielen Kindern, die nur mit einem Tablet oder einem Computer arbeiten. Und es würde einfach organisatorisch schon gar nicht gehen, dass die alles digital machen. Drum biete ich einfach verschiedene Plattformen, verschiedene Tools an. Und die sind nicht immer digital, ganz wichtig. Dazu habe ich mir noch was aufgeschrieben. Ich muss mal auf meinen Schummelzettel schauen. Wenn wirklich jemand das Problem hat, dass es Kinder gibt, die nicht digital ausgestattet sind, die ihr überhaupt nicht erreicht oder von denen ihr wisst, dass es viele Kinder in der Familie sind und sie mehr Geräte brauchen würden, wendet euch bitte an mich. Ich habe ein paar iPad-Koffer bei mir im Keller rumstehen. Die sind aus dem Projekt Denken, Lernen, Probleme lösen, das jetzt natürlich wie alle anderen schulischen Projekte auch auf Eis gelegt sind, und diese Tablets kann ich gerne verleihen. Wenn also jemand Tablets möchte, dann bitte mich kontaktieren, dann können wir die diesen Familien zur Verfügung stellen. Und bitte keine Angst, sind keine neuen Geräte. Wenn wirklich irgendwas schief geht in diesen Wochen, dann arbeite ich mit einem Gerät weniger. Das soll nicht die Hemmschwelle sein, mich deswegen zu kontaktieren. So, jetzt sind wir schon bei den verschiedenen Tools, die ich vorstellen wollte. Padlets sind digitale Pinnwände. Das heißt, es ist eine Pinnwand, das ist wie eine totale Verkürzung von einer Website, die ich als Lehrer erstellen kann. Das ist ganz ein wichtiger Hinweis. Nur ich als Lehrer muss einen Account erstellen. Ich habe vorher ja schon gesagt, die Tools, die wir einsetzen, müssen total einfach sein. Und ein Account zu erstellen kann schon ein so großes Hindernis sein, dass viele dann aussteigen, und das wollen wir nicht. Und Padlet, da muss nur ich als Lehrer einen Account erstellen, und die Schüler, die steigen dann über einen Link ein. Die kriegen einen Link und mit diesem Link können sie dann auf diese digitale Pinnwand zugreifen. Ich hüpfe jetzt gerade mal zur nächsten Folie. Da habe ich einen Screenshot von einer solchen digitalen Pinnwand, die ich jetzt gerade online habe, damit man sich das vorstellen kann, wie das aussieht. So, ich gebe. Übrigens musste ich da jetzt ordentlich die Fotos ein bisschen verschieben, das ist kein Zufall, dass da jetzt keine Kinder zu sehen sind. Das habe ich wirklich so geschoben, damit wir datenschutzmäßig auf der sicheren Seite sind. Das heißt, das ist unsere Klassenpinnwand. Von dieser Pinnwand organisiere ich die Kommunikation mit den Schülern aus. Das ist so die Seite, die müssen sich merken. Da animiere ich sie, jeden Tag auf diese Seite zu gehen. Da dürfen sie auch von sich aus mit diesem, sieht man hier, mit diesem Plus, können Sie auch Beiträge einreichen. Alles, was man da sieht, sind Beiträge, die die Kinder selber geschrieben haben, selber online gestellt haben. Die Aufforderung ist, erzähl, wie es bei dir zu Hause ist. Hast du einen Tipp gegen die Langeweile? Was machst du gerade? Das ist so die Grundpinnwand. Und auf dieser Pinnwand sind auch noch die Links. Da ist eine Linkliste oben. Und mit dieser Linkliste kommen die Kinder dann zu anderen Pinnwänden. Also ich habe nicht nur eine Pinnwand online, sondern mehrere, aber das ist die wichtigste. Das ist nämlich der nächste Punkt, den ich festgestellt habe. Wenn es zu viele Links sind, die sie jeden Tag anklicken müssen, dann verlieren wir sie auch wieder. Drum haben wir es jetzt so gemacht, das ist unsere Hauptseite, da geht man jeden Tag rauf und von dort aus kann man sich dann verlinken lassen auf die anderen Seiten. Wir haben zum Beispiel eine Seite, ein Padlet in unserer Klassenlektüre. Wir lesen im Morgenkreis gerade den Captain Schisshose. Und das machen wir jetzt digital weiter. Ich habe eine Padlet-Seite zu Captain Schisshose. Da wird jeden Tag von mir und meiner Kollegin ein Kapitel vorgelesen und
dann auf dieses Padlet gestellt und die Kinder können dann jeden Tag, wie in der Schule auch, den Captain Schießhose zu lesen. Und dieser Link ist eben zu Captain Schießhose, dieser Link ist auf dieser Hauptseite. Also ganz wichtig, dass man da für sich eine Struktur hat und nicht 20 Padlet-Links dann an die Kinder rausschickt. Gut, genau, was können die Kinder alles? Ich kann natürlich ein Padlet nur zur Ansicht freigeben, ich kann die Kinder aber auch mitschreiben lassen, ich kann sie kommentieren lassen, sie können Reaktionen abgeben, das zeige ich nachher dann noch kurz im Video, wie man das einstellt. Das kann ich als Lehrer also kontrollieren. Ich kann sogar, wenn ich Befürchtungen habe oder Ängste habe, kann ich so einstellen, dass ich zuerst die Beiträge der Kinder freigeben muss, bevor sie online geschaltet werden. Das habe ich persönlich jetzt nicht. Es können 3 von diesen Pinwänden kostenlos erstellt werden. Also die Grundfunktion der App kostet nichts und man kommt sehr gut mit diesen 3 Pinwänden zurecht. Wenn man wirklich mehr braucht, muss man halt eine löschen, eine alte. Ich persönlich habe einen Account, ich verwende Padlet schon länger und habe darum einen Bezahl-Account, weil ich immer wieder viele Padlets erstellt habe. Aber es funktioniert bei Kolleginnen, die an meiner Schule unterrichten und erst jetzt mit Padlet angefangen haben, super mit diesen 3 Pinwänden. Also pro E-Mail-Adresse, man braucht eben eine E-Mail-Adresse für den Account, pro E-Mail-Adresse 3 Padlets. Und meiner Meinung nach funktioniert das sehr gut. Ich habe da hier noch den Link und auch einen QR-Code zu einer geschriebenen Beschreibung, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder ein Schritt-für-Schritt-Einstieg heißt das, glaube ich. Den habe nicht ich geschrieben, den habe ich online gefunden, aber fand ich sehr nützlich, wie man da einsteigen kann ins Padlet. Und was man auf die Seite kommt man unter www.padlet.com. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt gleich einmal. Herzlich willkommen in meinem Padlet-Account. So sieht es aus, wenn man einsteigt und schon ein paar Padlets erstellt hat. Bei euch wird es hier wahrscheinlich noch leerer aussehen. Das sind, wie ich schon gesagt habe, die bereits erstellten Pinwände. In der Gratis-Version kann ich 3 Pinwände parallel online haben. Und wenn ich eine neue brauche, dann muss ich zuvor eine löschen. Das würde man über diese 3 Punkte machen und über Delete Padlet könnte man es löschen. Und dann kann ich wieder ein neues machen. Ich kann natürlich anderen Padlets beitreten. Das heißt, wenn eine Kollegin ein Padlet erstellt, dann kann ich dem beitreten. Und das kann ich mehr als nur 3. Aber bevor wir die Padlets löschen, müssen wir erst einmal eines erstellen. Und das machen wir unter ein Padlet erstellen. Die erste Frage, die es dann von mir wissen will, ist, wie soll das Padlet aussehen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel es wie ein Chat aussehen lassen oder eine Timeline oder auch das Regal. Das finde ich ganz praktisch. Ich kann euch mal ein Padlet in Regalform zeigen. Das sind so wie Spalten. Ihr seht, da gibt es eine Spalte, die heißt Lösungen und Knobelaufgaben. Und da kann ich dann verschiedene Nachrichten und verschiedene Postings drunter geben. Da habe ich eine Scratch, also eine Programmieraufgabe mal gestellt. Und da kann man drunter schreiben. Also da ist es einfacher, etwas zu finden. Mit der Wand. Ah, okay, sorry. Mit der Wand. Da ist alles ein bisschen wilder. Das wähle ich jetzt aus. Das habe ich zum Beispiel für meine Klassenpinnwand. Da entscheide ich selber, wo kommt mein Posting hin. Kann es mehr hin und her ziehen. Ist aber einfach ein bisschen wilder und freier. Wenn ihr dann ein Padlet erstellt habt, so wie ich, dann müsstet ihr ein Padlet natürlich einen Namen geben und eine Beschreibung oder auch nicht, die wäre dann hier unten ganz klein zu sehen. Ich zeige es gerade mal. Ich kann noch ein Symbol hinzufügen. Ich kann mich auch gegen einen Icon entscheiden, aber hier habe ich die Möglichkeit, ein Emoji auszusuchen. Meine Schüler finden das immer total lustig. Wir haben im Unterricht immer wieder mit Emojis zu tun. Das nehmen wir für einen, ist ja völlig egal. So, hier kann ich noch den Link zu meinem Padlet ein bisschen verändern. So würde der Link, der automatisch generierte Link aussehen. Der kriegt dann immer zuerst eben Padlet.com, dann mein Benutzername. Und dann Slash und eine Zeichenfolge. Und die ist meistens ziemlich kompliziert. Ich vereinfache das immer. Zum Beispiel, das wäre jetzt das Testboard. Ich kann noch
das Aussehen meines Padlets ändern, kann einen anderen Hintergrund nehmen, kann die Farben wechseln, kann mich da also austoben. Und mindestens genauso wichtig, Schrift übrigens hier, genauso wichtig, ich kann entscheiden, soll es möglich sein, dass unter dem, was gepostet wird auf dieser Pinnwand, was platziert wird, ein Kommentar möglich ist. Ich war da in der Schule am Anfang sehr vorsichtig, weil ich nicht so genau gewusst habe, ob das dann ausartet mit den Kommentaren. Ist aber nicht so, wenn die Kinder wissen, es wird moderiert, dann funktioniert das eigentlich recht gut. Und gerade jetzt in der Corona-Phase sollen sie ja miteinander reden, also muss ich das aktivieren. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, dass Kinder reagieren. Und ich kann das freigeben, welche das sein soll. Ich kann zum Beispiel sie eine Sternebewertung machen lassen, wie auf Amazon oder was ich meistens mache, wenn es einfach positiv ist und nett ist. Und die Kinder nach wie vor mit Begeisterung klicken, obwohl wir wirklich viele Postings haben. Das gefällt mir also ein Herz. Genau, jetzt kann ich das abschließen und kann anfangen, Nachrichten hier auf dieses Padlet zu hinterlassen. Nachrichten hinterlassen kann man mit diesem Plus. Das kann auch jeder, der diesen Link hat, wenn er die Freigabe dazu hat. Also, ich kann etwas schreiben, ich kann etwas hochladen, was ich lokal gespeichert habe. Ich kann einen Link hinzufügen, ich kann Fotos, Film, Audio, also man sieht, es gibt wirklich ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was ich dem hinzufügen kann. Da habe ich schon Bilder hochgeladen, die könnte ich da jetzt dranhängen. Ich lösche es jetzt wieder. Wie bringe ich diesen Padlet-Link unter die Leute? Zuerst muss ich einmal entscheiden, was dürfen die Leute alles machen? Und da war ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu schnell. Unter Teilen, da muss ich noch einstellen, wer soll auf dieses Padlet zugreifen können und was soll man dürfen. Also im Moment ist dieses Padlet geheim. Also es wird nicht gefunden, wenn man danach sucht. Man kommt nur mit dem Link auf dieses Padlet. Ich mache das immer so. Manche schützen das Padlet auch noch mit einem Passwort. Kann man natürlich auch. Man muss aber immer daran denken, jeder Schritt mehr, da verlieren wir wieder ein paar Kinder. Es funktioniert leider nicht immer wirklich. Öffentlich ist jetzt für mich keine Option, dass es jeder sehen kann. Also ich habe drum immer geheim. Jetzt war ich wieder zu schnell. Und zwar, wenn man mich jetzt gefunden hat, wenn man über den Link auf meine Pinnwand gekommen ist, was soll man dann alles dürfen? Das kann ich hier entscheiden. Kann man nur schreiben? Kann man sogar die Postings, die schon auf der Seite sind? Jetzt merke ich, es ist hier Weihnachtsoptik habe. Okay, naja, okay. Seht es mir bitte nach. Kann der Besucher nur schreiben? Kann man nur lesen? Oder kann er sogar editieren? Das nehme ich nicht, weil das zu viel Frustration führen kann, wenn sich dann gegenseitig die Postings löschen. Also ich kann schreiben. Das heißt, jeder, der den Link hat, kann auch schreiben auf diesem Padlet. Falls ich dann drauf komme, dass ich doch noch etwas ändern will, kann ich das übrigens über Modifizieren. Noch einmal. Über diese drei Punkte und modifizieren, kann ich wirklich nochmal alles ändern. Und den Link finde ich, ich mache immer die Klicks, bevor ich rede, merke ich gerade. Also unter Teilen kann ich den Link kopieren. Jetzt ist er im Zwischensprecher gespeichert und könnte ich unter Einfügen hier einfügen und zack, bin ich auf der Pinnwand. Wenn ich jetzt rausgehe, zurück in mein Dashboard, sollte da jetzt ein neues Padlet sein. Ihr seht also, es ist ganz einfach. Man kann sich wirklich austoben. Ich finde es eine coole Sache. Haben wir noch was vergessen? Nein. Anton kennt jeder im Moment, oder? Anton ist ein Lernprogramm, ist ein kostenloses Lernprogramm und Anton hat sich wirklich auch schon vor dieser Phase des Homeschoolings sehr bewährt. Ich setze Anton total gerne ein. Wird immer wieder adaptiert. Es war Anfang dieses Schuljahres, bin ich ziemlich erschrocken. Ich hatte einen telefonischen Kontakt zu Anton, weil plötzlich eine Bezahlversion aufgetaucht ist von Anton.
Und jetzt ist es so, dass es gibt diese Bezahlversion, da kann, die kann mehr als die Gratisversion. Ich weiß gar nicht, was die Bezahlversion alles kann, weil die Gratisversion so gut ist, dass ich noch nie das Bedürfnis hatte, das Upgrade auf die Bezahlversion zu machen. Sind geschlossene Lernübungen, also die, ich werde Schritt für Schritt durch ein Thema mit Übungen geleitet, ist sehr kindgerecht aufgemacht. Wir schauen es dann nachher im Video eh noch an. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man einsteigen kann als Schüler. Entweder legt der Lehrer mich an und gibt mir die Zugangsdaten oder ich steige einfach über einen eigenen Account an. Wenn ich über einen Account ein, natürlich. Wenn ich über einen eigenen Account einsteige, dann sieht der Lehrer nicht, was ich gemacht habe. Die Lehrperson muss immer einen Account anlegen. Es gibt zwei Möglichkeiten, sich anzumelden. Das zeige ich nachher noch im Video. Als Lehrer oder als Schüler. Und nur als Lehrer, andersrum, als Lehrer brauche ich immer einen Account. Und das finde ich auch wieder einen großen Vorteil, dass der Schüler keinen Account anlegen muss. Und wie gesagt, in dieser Möglichkeit, wenn der Schüler über meinen Account einsteigt, also wenn ich ihn als Klasse anlege und ich ihm die Zugangsdaten gebe und er mit diesen Zugangsdaten einsteigt, habe ich die Möglichkeit zu schauen, war der Schüler online, welche Übungen hat er gemacht, hat er die zugewiesenen Übungen gemacht, wo gab es Probleme, ich kann wirklich schauen, bei welcher Frage ist er gescheitert, also er kann trotzdem weitermachen, aber welche Frage konnte er nicht richtig lösen, das finde ich ganz praktisch. Also ich würde euch empfehlen, dass ihr eine Klasse, eine Gruppe anlegt und den Schülern dann ihren Zugangscode gebt. Wie das funktioniert, das könnt ihr im Video anschauen. Ah, ganz vergessen, anton.app ist euer Weg zu Anton. Habe ich was vergessen? Ah ja, auch bei Anton, genau. Auch da habe ich euch einen Link zu einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Diesmal ist es sogar ein PDF. Habe auch nicht ich erstellt, muss ich gleich sagen. Finde ich aber sehr nützlich. Wenn ihr noch mehr Informationen zu Anton braucht, meldet euch bitte. Wir haben da noch mehr. Ich habe ja schon gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie Schüler Anton nützen. Zum einen gibt es die Möglichkeit, dass ich als Lehrperson eine Klasse anlege, eine Gruppe anlege und den Schülern dann die Zugangsdaten übermittle. Ich zeige nachher gleich, wie das geht. Und dann kann ich den Lernerfolg der Schüler nachvollziehen. Ich kann zum Beispiel nachschauen, wann sie online waren. Ich kann schauen, über welche Aufgaben sie gestolpert sind, welche Schwierigkeiten es gab. Oder ob sie ihre Aufgaben gemacht haben, welche zugewiesen sind. Das kann ich nicht, wenn die Schüler einen eigenen Nutzer anlegen, über neuen Nutzer erstellen, dann kann ich nicht schauen, was sie gemacht haben. Hier steigen die Schüler also ein, wenn sie den Code von mir haben. Hier steigen sie ein, wenn sie keinen Code von mir kriegen. Ihr als Lehrpersonen müsst euch zuerst einmal als neuen Nutzer erstellen, und zwar als Lehrer. Als Lehrer hat man mehr Berechtigungen. Es würde nicht funktionieren, wenn ihr als Schüler eine Gruppe anlegen wolltet. Wir machen einen Test. Test. Ja, Frau Test. Lege mich jetzt schnell an. Oh, aber da ist den Kindern ganz wichtig, als ich das erste Mal Anton bei mir im Unterricht eingesetzt habe, habe ich ihnen kurz erklärt und sie dann loslegen lassen und war ganz beeindruckt, wie ruhig das in dieser Freiarbeit war. Und nach einer Stunde bin ich draufgekommen, dass sie mit einer wahnsinnigen Begeisterung Avatare erstellt haben, also jeder seinen Avatar. Und noch nicht so wirklich viel von Anton gemacht haben. Aber ich profitiere heute noch davon, darf mich immer mit wunderbaren Avataren umgeben. Meines Wissens sind Lehrer da weniger begeisterungsfähig. So, ich kann eine Schule zuweisen, aber das mache ich jetzt nicht. Das lasse ich euch dann machen. Und loslegen. So, diesen Code dürft ihr euch merken. Der ist nur für den Testzugang, der wieder gelöscht wird. Hier sind die Fächer. Hier kann ich sehen, welche Inhalte online sind. Sie sind nach Jahrgangsstufen und nach Unterrichtsgegenstand geordnet. Ich habe im Moment eine vierte Klasse. Ich würde also hier schauen, welche Themen es gibt und welche Unterthemen. Und jedes dieser Unterthemen, das nehmen wir das kleine einmal eins, immer gut, ist dann wieder in aufbauende Übungen unterteilt, meistens aufbauende Übungen unterteilt. Und jede dieser Unterübungen. Rechne die Malaufgaben. Kann ich mir da anschauen. Ich kann sie durchspielen, wenn ich motiviert bin, oder ich schaue mir einfach eine Vorschau an. Ganz wichtig, dass man das wirklich ganz kurz macht. Ich zeige nochmal, wie es geht. Ich suche mir ein Thema aus, dann auf diese drei
Punkte hier und dann Vorschau. Das ist nämlich eine deutsche Plattform und manche Sachen sind einfach, das kennt man ja von diesen ganzen deutschen Inhalten, die muss man immer kontrollieren, ob es auch österreichische Schreibweise ist, ob man mit Decker und Dezimeter und solche Geschichten muss man einfach kontrollieren, ob das für den eigenen Unterricht passt. Wenn ich jetzt finde, diese Übungen, ich habe sie mir alle durchgeschaut mit der Vorschau, die passen alle für meinen Unterricht, dann kann ich jetzt einen PIN erstellen und den Schülern so eine Aufgabe zuweisen. Wenn ich das jetzt mache, funktioniert es nicht. Warum? Weil ich noch keine Gruppe habe. Also zeige ich euch jetzt noch, wie man eine Klasse anlegt. Das macht man unter Gruppen und neue Gruppe erstellen. Und auch da bin ich wieder ganz kreativ in meiner Namenauswahl. Nein, ich möchte keiner Schule zuordnen. Lege die Gruppe an, habe jetzt eine Klasse. Die heißt Test. Noch gibt es da keine Mitglieder. Ich habe ihnen weder was zugewiesen, noch gibt es Mitglieder. Doch, ein Mitglied gibt es nicht natürlich. Ich könnte zum Beispiel eine andere Kollegin noch in diese Gruppe hineinnehmen oder Schüler. Ich gehe immer auf mehrere Schüler gleichzeitig anlegen, sonst ist es ein bisschen mühsam. Und jetzt kommt ein Schüler nach dem anderen dran. Adam. Ja, wer hat einen C-Namen? Eine Clara. Und noch eine Doris. Also das ist jetzt meine Testgruppe. Ich verwende niemals die Klarnamen in solchen Lernplattformen. Meine Schüler haben alle eine Art Spitzname, einen Kürzel. Das sich nach einer, ja, ich erzähle euch jetzt nicht, wie der sich zusammensetzt, also, aber setzt sich bei allen Schülern gleich zusammen. Entschuldige. Und ich lege jetzt auch noch die Doris an. Und jetzt habe ich mit 4 Schülern genug. Und jetzt habe ich 2 Möglichkeiten, wie ich zu den Zugangsdaten für die Schüler komme. Entweder ich klicke auf jeden Schüler einzeln und kann hier den Code aussuchen. War ich jetzt zu schnell? Anmeldecode draufklicken. Oder ich gehe zur Gruppe zurück und gehe auf Drucken und dann habe ich alle auf einem Blatt. Also bei mir in der Klasse habe ich so gemacht, dass ich dieses Blatt ausgedruckt habe und jeder Schüler schaut dann, mit der Zeit kennen sie ihre Zugangsdaten dann eh. Und sonst schauen sie schnell nach. Und jetzt in der Corona-Phase, da habe ich das gedruckt, ausgeschnitten und jedem Schüler ans Lernpaket drangehängt. Wir haben Anton bisher nur in der Klasse, muss ich dazu sagen. So, jetzt weiß jeder Schüler, was er gemacht hat. Jetzt kann ich Ihnen noch was zuordnen. Wie mache ich das? Ich suche mir eine schöne Aufgabe aus. Ja, das kleine 1x1 finde ich immer noch gut. Ich möchte, dass das jetzt meine Testgruppe heißt, glaube ich mal. Gehe auf PIN erstellen und weise das der Testgruppe zu. Im Moment habe ich nur die Testgruppe. Drum zeigt es mir nur die an, sonst könnte ich wechseln. Unter Gruppen kann ich jetzt nachschauen, was ich den Schülern zugewiesen habe und auch in welchem Zeitraum ich ihnen das zugewiesen habe. Das finde ich total praktisch. Das habe ich jetzt vorher nicht gezeigt. Also wenn man eine PIN erstellt, dann ist eine der Optionen, die man auswählen kann, dass man auch den Zeitraum freigibt. Und gerade jetzt, wo wir relativ viel über Anton machen, finde ich das in meiner Klasse total praktisch. Unter Mitglieder kann ich jetzt bei jedem Einzelnen, könnte ich theoretisch, wenn ich eine, nicht nur eine fiktive Gruppe hätte, dann könnte ich jetzt hier auf das Kind klicken, auf den Schüler klicken und kann nicht nur den Anmeldecode anschauen, sondern auch, welche Inhalte sind freigegeben und vor allem, wie ist der Verlauf. Hier kann ich wirklich nachschauen, was hat er gemacht, wo ist er drüber gestolpert, das finde ich ganz praktisch. Und dann noch Kahoot. Kahoot, habe ich schon gesagt, ist ein Quiz. Es gibt eine Frage und mindestens 2, höchstens 4 Antworten. Und der Schüler muss möglichst schnell antworten. Ist sehr gamifiziert, ist sehr auf Wettbewerb. Wir machen es im Unterricht immer wieder, diese Kahoots. Die Kinder lieben es einfach. Es ist, wie gesagt, total auf Wettbewerb. Das heißt, das unterste Drittel kennen wir ja alle. Das steigt dann im Normalfall, also leistungsmäßig unterste Drittel steigt dann aus. Wir haben es so gelöst, dass wir bei unseren Kahoots, wir machen eigentlich fast jede Woche einen Kahoot, zur Leistungsfeststellung einfach auch. Das sind Fragen, die Schüler beantworten sie wie ein Test. Kahoot lieben sie es. Wir haben immer Quatschaufgaben drin, zum Beispiel wie die Frage, welche Jause hatte, er hat einen Namen, nehmen wir Adam, das ist ja mein Test. Heute, welche Jause hatte der Adam am Mittwoch dabei?
Oder welche Farbe hatte das T-Shirt von Frau Dreher am irgendeinem Wochentag? Und das mischt das Ganze auf, ärgert zwar die Spitze ganz immens, das merkt man, die mögen diese Quatschfragen, die sehr zufällig zu beantworten sind, die mögen sie gar nicht, aber wir haben dadurch erreicht, dass wir wirklich auch die schwächeren Kinder bei Laune halten und sie eine Chance haben. Also es mischt das Ganze sehr auf. Auch hier beim Kahoot ist es so, dass die Lehrperson einen Account braucht und die Schüler nicht. Die steigen über die App oder über einen Link ein. Das, was ich heute, also normalerweise ist so, die Lehrperson, die zeigt die Fragen über einen Beamer und die Kinder haben ein Tablet oder einen Laptop oder so und antworten an den Tablets. Es funktioniert für zu Hause natürlich nicht. Da müssen die Fragen auch beim Kind sein. Das ist dann eine Kahoot-Challenge. Ich zeige heute also nicht das klassische Kahoot, sondern eine Kahoot-Challenge. Ich kann einen Zeitraum definieren, wie lange diese Challenge offen ist und die Kinder können in dieser Zeit über den Link einsteigen und werden dann gerankt. Also wenn ich sie in der Klasse spiele, habe ich sofort den Sieger und zu Hause, da muss ich den Zeitraum definieren. Was habe ich noch? Es gibt Gruppenauswertungen. Mit Fehler sehe ich gerade, warum ist da ein Leerschlag? Naja, so ist es. Ganz wichtig, im Moment gibt es das Upgrade of Premium, das ist nämlich total interessant. Nur so kann ich die Challenge zum Beispiel im Detail auswerten. Bei welcher Frage sind die meisten Kinder ausgestiegen? Wer ist bei welcher Frage ausgestiegen? Bei der Challenge funktioniert es nur mit dem Upgrade. Bei der normalen Version Kahoot zu spielen, funktioniert es auch ohne diese Premium-Version. Aber trotzdem, im Moment kostet sie nichts. Vielleicht noch eine Möglichkeit, das jetzt noch schnell zu machen. Ich glaube, wir schauen uns das Video an. Ich zeige jetzt zuerst, wie Kahoot aus der Schülersicht aussieht. Die Schüler bekommen einen Link, öffnen den, dann sieht es so aus. Ich habe schon gesagt, es ist ein Quizspiel. Sie müssen sich nicht registrieren, aber sie müssen sich anmelden mit einem Nickname oder ihrem Namen. Und dann kommen immer Fragen und 4 Antwortmöglichkeiten. Und Sie müssen möglichst schnell auswählen, welche Antwort die richtige ist. Okay, wir legen los. Oh, den gab es schon in diesem Test. In diesem Spiel. Also, dann kann ich den Nickname nicht mehr verwenden. Man sieht, einer hat schon gespielt, der Test. Jetzt kommt noch der Test 1. Und spielt. Es geht los. Spannend. Erste Frage. Welche App war 2019 auf Platz 1 des Jugendmedienmonitors? Und jetzt habe ich, man sieht es hier, 20 Sekunden Zeit, um zu antworten. Zufällig weiß ich, das ist WhatsApp. Und ich habe doch glatt 875 Punkte. Zeigt es mal an, auf dem wievielten Platz ich bin. Im Moment, je mehr Schüler da mitgespielt haben, kann sich es nochmal ändern. Zweite Frage. Die Schriftkritik. Oje, schwierige Frage, die werde ich jetzt falsch haben. Ich sehe das auch gleich, dass ich da keine zusätzlichen Punkte bekomme. Und so geht es jetzt weiter. Frage um Frage. Ich spiele es jetzt nicht durch, so schön es wäre. Aber wenn ihr es machen wollt, kriegt ihr gerne den Link. Ich zeige euch jetzt, wie ihr so ein Kahoot anlegen könnt. Das macht ihr auf kahoot.create.kahoot.it. Und so sieht der Startbildschirm dann aus. Jawohl, so sieht es dann aus. Und ihr geht auf Create. Und zwar ein neues Kahoot. Das Kahoot braucht einen Namen. Kann ein Foto bekommen, braucht aber keines. Lassen wir so. Okay, erste Frage. Wie lautet die erste Frage? Ich kann ein Bild hinzufügen, entweder eines, das ich lokal gespeichert habe, oder es gibt auch eine Datenbank, aber da findet man nicht so viel drin. Also ich schaue immer, dass ich es über Pixabay oder so runterlade und dann wieder hochlade. Aber das
wenn es okay für euch ist, lasse ich das jetzt. Dann kann ich entscheiden, wie viele Sekunden die Schüler Zeit haben, um zu antworten. Standardmäßig sind 20 Sekunden hinterlegt und auch, wie viele Punkte diese Aufgabe wert ist. Wenn man standardmäßig lässt, dann haben alle Aufgaben einfach 1000 Punkte. Wenn ich sofort auf die richtige Antwort klicke, dann habe ich 1000 Punkte. Und dann brauche ich noch Antwortmöglichkeiten. Hier sieht man, diese vier Antwortmöglichkeiten gibt es. Zwei davon sind optional. Optional, da bringe ich es raus. Zwei Antwortmöglichkeiten muss es geben. Vier kann es geben. Wir haben die Antwort 1. Die ist falsch. Sieht man eindeutig. Die Antwort 2. Auch falsch. Die Antwort 3. Ist richtig, habt ihr gesehen? Ich habe es rübergeschoben. Und die Antwort 4, die könnte jetzt falsch sein, muss aber nicht falsch sein. Also man kann auch, wenn man lustig ist, kann man auch alle vier Antworten richtig machen. Also ich hätte jetzt da zwei richtige Antworten. Eine Antwort muss richtig sein. Wenn die zweite Frage ganz ähnlich ist, dann kann ich es einfach duplizieren, hier. Und wenn ich drauf komme, dass sie doch nicht so prickelnd ist, dann kann ich sie löschen. Und sonst füge ich einfach noch eine Frage, bringe ich es raus, hinzu. Es gibt auch die Möglichkeit, wahr oder falsch, Fragen zu stellen. Ich finde das super, ist das richtig oder falsch? Und ich muss halt sagen, ob das richtig ist. Oh, ich finde das super natürlich jetzt. Genau. Und ich kann da mich austoben und mit vielen Fragen machen. Ich bin jetzt weniger motiviert und lasse es mal bei diesen zwei Fragen und erstelle das Kahoot, damit ich euch noch zeigen kann, wie ihr das den Schülern zukommen lässt. Will ich es editieren oder passt es so? Natürlich passt so. Ein großartiges Kahoot. Da ist jetzt unser Test-Kahoot. Jetzt kann es noch, wir können das die Schüler noch nicht spielen. Das ist zwar ein öffentliches. Ich könnte es auch so einstellen, dass es nicht öffentlich ist. Und man nur mit dem Link hinkommt, was ich euch empfehlen würde. Also das könnten wir noch ändern. Wo ist es? Da. Wir editieren es nochmal. Genau, hier. Kann ich entscheiden, ob es in der Datenbank von Kahoot erscheinen soll. So, nochmal das Spielchen. Play. Und jetzt gibt es diese zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache was im Klassenzimmer, dann brauche ich einen Beamer. Dort ist nur die Frage zu sehen und die Schüler haben, wie man es hier sieht, auf ihren Tablets oder Smartphones oder es geht auch am PC, diese vier Symbole. Und da müssen sie dann so schnell wie möglich drücken. Jetzt in der Phase, in der sie zu Hause lernen, machen wir das über eine Challenge. Ich muss sagen, wie lang die Challenge ist. Challenge offen ist, also wie lange sie gegeneinander spielen können. Ihnen eine Woche Zeit. Ob der Timer laufen soll? Natürlich, das wird spannender. Das wäre, wenn man diese Challenge so wenn sich herausstellt, dass man nach einem Kahoot, das man gespielt hat, noch ein Angebot machen möchte. Und ob die Antworten in der Reihenfolge kommen sollen, wie ich es angegeben habe, oder ob das zufällig sein soll. Und wenn ich dann auf Create gehe, dann kann ich hier den Link kopieren. Dann braucht man gar nichts, da muss man nur auf den Link klicken, oder? Wenn ich da das kopiere und in einem neuen Tab öffne, bin ich auf diesem Spiel. Und könnte jetzt wirklich mitspielen. Testet das Testspiel. Ich weiß nicht mehr, wie lautet die erste Frage? Ich weiß es nicht mehr. Was war die richtige Antwort? Ich glaube 3, oder? Ja! Okay, ihr seht, wie es funktioniert. Macht wahnsinnig Spaß. Die zweite Möglichkeit, wie ich die Schüler ins Spiel hole, ist, dass sie laden die App hinunter und dann müssen sie diesen PIN eingeben. Das geht natürlich auch, beides möglich. Und dann noch drei Links, die ich ganz nützlich finde. Das eine ist Eigenwerbung, das Zentrum für Medien der PH Vorarlberg. Da schreibe ich manchmal mit auf Medias Res.
Da stellen wir immer wieder neue Tools, neue Tipps. Wir versuchen das relativ aktuell zu halten, auch in dieser Situation. Dann habe ich schon über Education geredet. Dort gibt es natürlich auch jede Menge Infomaterial und Linklisten. Und würde mich natürlich freuen, wenn jemand ins Netzwerk E-Education kommt. Dann gibt es exklusive Betreuung von uns Bundeslandkoordinatoren und verschiedene Goodies wie Zugang zu Schilfpaketen und so. Aber das können wir dann besprechen, wenn ihr E-Education-Schule geworden seid. Oder auch Safer Internet. Warum habe ich Safer Internet auch noch hierher gepackt? Weil ich habe ja schon erzählt, dass ich eine vierte Klasse unterrichte und natürlich die Kinder in dieser Zeit im Kontakt bleiben wollen. Und jetzt gerade diese berühmten WhatsApp-Gruppen, die ja nie problemlos laufen, ein Thema sind, und ich vermute, dass es anderen auch so geht, und auf Safer Internet findet man als Lehrperson sehr gut geschriebene Handreichungen, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Safer Internet kann ich sowieso immer nur empfehlen, ist eine ganz tolle medienpädagogische Seite, die jeder Lehrer kennen sollte. Ich profitiere man immer wieder davon. Das war's von mir. Hier noch einmal meine E-Mail-Adresse. Ich komme schon vor wie ein YouTuber. Bitte meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr etwas ausprobiert habt, wenn ihr mir was mitteilen wollt. Ich freue mich wirklich, wenn ich von euch was höre. Das war's. Ciao.